Die Kosten für das Ablesen der Heizung sind für Mieter nur schwer nachzuvollziehen. Das Geschäft mit der Dienstleistung ist in der Hand von wenigen großen Unternehmen. Das Messen kostet teilweise über 100 Euro pro Haushalt. Der Vermieter darf diese Kosten auf die Mieter umlegen. Gegen die Großkonzerne, die das Geschäft beherrschen, könne sich der einzelne Mieter kaum wehren, klagt der Mieterbund. Es ist ein Skandal, dass den Mietern hier verdeckte Kosten untergejubelt werden, die nicht transparent sind und deren Höhe sie eigentlich überhaupt nicht sehen. Kleinere Anbieter können hier kaum Abhilfe schaffen, da ein Wechsel für den Kunden schwierig ist. Die Verträge mit den großen Heizungsablesern laufen bis zu 10 Jahre, kritisiert Peter Bayer von Regiomess aus Kempten. Selbst neue Techniken wie das Ablesen per Funk bringen nichts. Aus dem Grund, hier können Sie den Kunden an sich binden, ich möchte schon fast sagen knebeln, weil die Großen alle ein verschlüsseltes Funksystem verwenden, das nur von der betreffenden Firma praktisch ausgelesen werden kann. In der Politik regt sich nun Widerstand. Die SPD will der Sache nachgehen. Wir werden jetzt vom Landtag aus die Staatsregierung auffordern, dass sie hier tätig wird und sich im Bund dafür einsetzt, dass dieses Monopol gebrochen wird. Das Bundeskartellamt fordert schon länger, dass Ablesefirmen keine geschlossenen Systeme haben dürfen. Maßnahmen gibt es aber bisher noch keine.